So, Leute, willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Oh yeah, am letzten Part haben wir mit Kaffeis Quest begonnen. Und ich würde sagen, wir machen damit jetzt weiter. Und ich muss jetzt erstmal die Zeit vorspulen. Denn ich brauche dafür den nächsten Tag. Und das Problem ist, ich habe gerade mal eben auf die Uhrzeit geschaut, an der dieses Event stattfinden soll. Und das gefällt mir ganz und gar nicht, ehrlich gesagt, weil das ist ziemlich lange hin noch. Also muss ich irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen. Und ich wüsste beim besten Willen gerade nicht, was ich da tun soll. Kikriki! Gut, dann wollen wir doch mal... erstmal wieder dahin gehen, wo wir hin müssen, genau. Dahin gehen muss, wo wir hingehen müssen. Das ist irgendwie eine schöne Beschreibung, nicht wahr? Dann kommt relativ bald auch schon dieser Wendepunkt, wo ich meinte, da müssen wir die Quest noch ein zweites Mal machen, damit wir auch wirklich alles tun können. Aber das werdet ihr dann sehen. So, wer ist denn da? Okay, hier muss ich irgendwo den... Moment. Das war nicht korrekt. Das war nicht korrekt. So, man muss nämlich den Brief... abgeben. Genau. Ich hoffe mal, das ist der richtige Briefkasten. Brief hier einwerfen. Katsching. So, müsste aber der richtige sein. So. Ab mit dir. Dein Brief wurde empfangen. Katsching. Dein Brief wird heute Nachmittag zugestellt. Katsching. Du hast einen Brief verschickt. Das wurde in diesem Buch bemerkt. Wurde es? Wo denn? Wo denn das? Ah, I see. Okay. Was soll ich da noch machen in der Zwischenzeit? Wie gesagt, das ist irgendwie... Irgendwie ja schon... Ein bisschen doof zeitlich jetzt für mich. Wie gesagt, das würde echt noch ewig dauern. Erst heute Nachmittag, ihr habt es gerade gehört. Ich glaube, ich werde da für euch mal wieder ein bisschen die Zeit vorspulen lassen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich gehe mal kurz dahin. Ich weiß leider nicht so wirklich genau, von wo ich... Ich werde ihn einfach mal beobachten von ganz unauffällig. So, ich stehe einfach hier rum, so am Rand. Ich gehöre gar nicht dazu. Okay, Leute, ich würde aber sagen, ein kurzer Schnitt. Bis gleich. So. Der Postbote liefert den jetzt, stellt den Brief ja zu. Und genau das werde ich mir zunutze machen. Ich bräuchte mal die Deku-Maske. Der ist nämlich eben noch gekommen und hat den Brief mitgenommen. Und jetzt gerade bringt er ihn quasi zu ihm. Hallo Postbote, was geht ab? So. Dann hoffen wir doch mal, dass wir das richtige Timing gleich erwischen, um schnell in sein Häuschen einzudringen. Knusper, knusper, Knäuschen, wo bist du? Bin ich gerade noch hinter mir? Ah, da kommt er ja. There he is. Hallo Fröschchen, keine Sorge, um dich kümmere ich mich später noch. Ich bin nur ein Baum. Ich bin ein Deku. Ich bin nur ein Deku-Baum. Guck. Da. Ich kann es sogar nicht sehen. Ah, wir haben ihn gerade rennen sehen hinter der Tür. Tja, Kollege. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ah, so, Leute. Wir sind in der Hütte und ihr hört die Musik. Wow, welch gemütliches Zimmer. Beinahe. So, was hast du denn hier so Schönes geschrieben? Kann ich so überhaupt lesen? Ich kann nicht lesen! Nein, not really. Schade, ich wollte eigentlich... Was ist da oben? Na gut, dann warten wir einfach. Der müsste gleich wieder reinkommen, nachdem er den Brief verhalten hat. Wir werden ihn nochmal überraschen, pass auf. Buh! Schade, das hat nicht so gut geklappt. Guck doch hin, wenn ich dich erschrecken will. Was bist du denn für einer? Grüne Mütze, grüne Kleider. Nein, Tingel. Was? Jana hat ihren Brief von dir berichtet. Du bist also auf der Suche nach Kaffei. Kannst du ein Geheimnis behalten? Klar. Wenn es umsonst ist, nehme ich es mal. Anja, die vertraut. Ich werde dir auch vertrauen.
Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich bin Kaffei. Ach so. Der Kaffei, den wir suchen, ist ein Erwachsener, aber wenn ich dich ansehe, sehe ich nur ein Kind. Ein Kobold mit einer merkwürdigen Maske hat mich verwandelt. Aber ich verstecke mich, weil ich so aussehe. Ich ging sofort zur großen Fee in der Schrein nahe des Nordtors. Aber auf dem Weg dorthin wurde mir meine wertvolle Hochzeitsmaske von einem tanzenden Mann mit einem grinsenden Gesicht gestohlen. Nun, du bist so unvorsichtig, genau wie mein Partner. Bevor das alles begann, war ich sehr glücklich. Ich wurde zum Ziel eines Verbrechens, weil ich in ein Kind verwandelt wurde. Oh, das tut mir sehr leid für dich. Klingt nicht sehr anteilsvoll. Ich weiß, dass dich Anju Sorgen macht, aber ich kann mich ihr dies nicht zeigen. Ich habe versprochen, ihr die Hochzeitsmaske zu bringen und sie zu begrüßen. Dieser Anhänger, bitte gib ihn Anju. Du hast den Glücksanhänger erhalten. Den sieht aus wie ein hübscher kleiner Skarabäus. Obwohl du dieses Erwachsenengebräuch nicht so ganz verstehst, solltest du Anju den Anhänger überbringen. Ich bin aber nicht so blöd. Bitte halte die Geschichte geheim. Niemand darf davon erfahren. Der Missionsjunge von Kaffee wurde uns nicht so eingetragen. Ja, man hat dir einen wertvollen Gegenstand vertraut. So, jetzt habe ich ein ähnliches Notizbuch. Das habe ich nämlich die ganze Zeit schon. Hat mich das verwirrt. Oh, das sind gar nicht mal so viele Events. Kaum sogar, würde ich sagen. Okay, mein Friend. Wenn diese Stadt etwas gestohlen wird, taucht es früher oder später am Kuriositäten wieder auf. Ich warte nur darauf, dass das passiert. Stell dich auf diese Kiste und wirf einen Blick in dieses Loch. Aha, geht doch. Von hier aus beobachte ich die Kunden im Kuriositätenladen. Kuriositätenladen? Na, wo ist er denn? Der Händler. Schade, ich dachte, er sitzt hier noch irgendwo rum. Müsst ihr ja eigentlich. Ihr wisst schon, das war der, da wo wir die Maske der Nacht gekauft haben. Der Kerl will sich aber dann auftauchen, wenn er soweit ist. Werde ich bereit sein. Wer hat ihn wohl bestohlen? Egal, darüber können wir uns jetzt keine Gedanken verschwenden. Wir haben etwas zu überbringen. Und genau das werde ich jetzt auch tun, bevor die Zeit zu knapp wird. Ja. Boah. Das war nicht geplant, aber es klang auf jeden Fall sehr lustig. Wir müssen den Anhänger überbringen. Im Kaffee. Ja, um seinen Willen zu erfüllen, wie auch immer. Wenn Anju wüsste, wie nah er eigentlich ist. So. Dann überbringen wir mal den Anhänger, dann geht's ja bald echt schon ans Eingemachte. Und dann haben wir auch bald wirklich, also ich denke mal, diesen Part kommen wir dann noch an, vielleicht an diesen Wendepunkt, von dem ich sprach. So. Anju! Ich habe ein Geschenk für dich. Hi. Oh, hast du ihn getroffen? Oh Gott, wie traurig sie guckt. Keine Sorge, Anju. Ich soll dir etwas überreichen. Moment. Da. Look at this thing. Das ist von Kaffee. Ich danke dir vom Grunde meines Herzens. Das Gesicht strahlt vor Freude. Das wurde uns nicht so vermerkt. Schön, und jetzt? Hätte ich auch da noch überbringen können. Okay. Ich muss. Oh, wenn du einen Glückwunsch im Kaffee erhalten hast. Ja, bitte, ich spreche nochmal mit ihr. Ich kann übrigens noch die Postbote-Sache machen, ne? Dann werde ich das auch gleich mal erledigen. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube an ihn. Wie auch immer. So. Ich muss jetzt eigentlich schon vorspulen, glaube ich, tatsächlich sogar zum nächsten Tag. Aber. Wie gesagt, das werde ich jetzt einmal noch nicht tun. Ich werde aber zum Postboten gehen und ich glaube nämlich, da kann ich nämlich auch noch gleich was abstauben. So. Fehlen nicht mehr so viel. Und dann ziehe ich schon mal die Maske auf. Ja. Ich habe schon Schelte dafür bekommen, dass ich die nie trage quasi, aber meistens bin ich zu faul, sie rauszuholen. Insofern... Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall gleich auf... Beziehungsweise, ich muss nicht, aber... Es hilft auf jeden Fall ungemein, wenn man sie trägt, während dem, was ich jetzt tue. Was hoffentlich auch funktioniert. Hi. Wer? 5? 6? Noch diese Ohren. Ach, die sind ja gar nicht echt. Du hast mich ganz schön erschreckt, Mann. Stell mich nicht beim Training.
Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Kreis zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befasse mich mitten im mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Willst du mal versuchen? Ja. Drücke A, um anzufangen. Warte 10 Sekunden ab und genau dann, wenn du glaubst, die 10 Sekunden wären um, drücke nochmal A. So, wenn wir jetzt quasi nicht die Hasenohren auf hätten. Das war zu spät. Dann, müssten wir das quasi ohne diese Zeitangabe machen. Da müssen wir wirklich schätzen. Dank den Hasenohren sehen wir die Uhr da. Und das wusste ich übrigens erst durch Marcel, dass es funktioniert. Ich habe nämlich das früher immer gemacht ohne... Was? Zwei? Okay. Ich habe das früher immer ohne die Hasenmaske gemacht. Aber es hat funktioniert. So, deine Zeit betrug 10 Sekunden. Boah, 10 Sekunden? Wahnsinn, das ist außergewöhnlich. Dein Zeitgefühl ist deinen Postboten ebenbürtig. Als Dank für diese beeindruckende Vorstellung gebe ich dir das hier. Ich danke dir, mein Freund. Das glaube ich einfach nicht. Ich muss mehr trainieren, viel mehr. So. Ja, guck mal, dann haben wir fast alles mit dem Postboten erledigt. Na, ein paar Sachen haben wir noch offen. Ein paar. Okay, aber ich glaube wirklich, das war's jetzt schon. Am zweiten Tag. Wir können zum letzten Tag vordringen. Ich warte noch kurz, bis wir die Nacht haben, damit ich nur einmal vorspulen muss. So. Es verbleiben viel zu viele Stunden. Bam, 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 bam. Okay, und zum letzten Tag. So, zu der Morgen des letzten Tages. Und ich werde gleich wieder ein bisschen Zeit vorspulen müssen für euch. Denke ich mal. Weil ich wieder bis 15 Uhr warten muss. So. Ich gehe schon mal dahin, wo ich hin muss. Wo war das nochmal? Da am mittleren Eingang, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich werde mal mein Geld wegbringen, was ich ja sowieso bald tun muss. Und bevor ich das später vergesse, dann ärgere ich mich und so weiter und so fort. Habe ich jetzt abheben oder einzahlen gemacht? Ja. So. Ja, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich muss noch 4000 Rubine insgesamt einzahlen, damit ich da auch noch von dem was kriege. Das wird auch noch lustig, liebe Freunde. Das wird auch noch lustig. So. Ich warte mal hier draußen und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Momentchen. So. Jetzt müsste es eigentlich bald soweit sein. What? Was war das denn gerade für einer? Egal, auf jeden Fall. Wir gehen wieder in seine Bude. In die Bude, yeah. Okay, und um 15 Uhr, also jetzt. Aha. It worked. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Dann müsste nämlich jetzt hier eigentlich... Ah, genau. Ah, der grünbemützte Junge? Ha, ich habe eine Nachricht von Kaffei. Also Kaffei, ich kenne ihn schon, seit er noch ein Kind war. Aber als er plötzlich in der Gestalt eines kleinen Jungen auftauchte, traute ich meinen Augen nicht. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie noch immer hat. Tja, ich weiß zwar nicht, nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte dir das geben. Oh mein Gott, eine neue Maske! Jeeha! Dann hätte diese Andecken nicht viel Sinn, auf jeden Fall solltest du es aber annehmen. Gerne. Kaffei bitte dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Und das auch noch! Ein Eilpost an Mama. Diese Sendung ist von einer Dringlichkeit. Beeil dich mit der Zustellung. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffei hat ihn gesehen und plötzlich erbleicht er und läuft ihm nach. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sarkon. Ich glaube, er kam aus Sikana. Ja, und ich glaube, den hätte ich auch hier... Wenn mich alles falsch, hätte ich ihn auch hier drin sehen können. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen... Okay, alles klar. Slop. Ich habe gerade... Ah, guck mal da. Schön. Ich habe gerade aber allerdings noch... jetzt bin ich unschlüssig. Wegen eines bestimmten Events.
weiß jetzt auch wieder, glaube ich, warum. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich hinkriegen würde, ganz im Ernst. Ich muss halt, ihr seht das Zeitevent da. Um 19 Uhr muss ich an einem ganz bestimmten Ort sein. Genau wie hier. Oder aber hier. Da kann ich drei Sachen machen. Ich glaube, eins würde ich sogar zeitlich hinkriegen. Da hätte ich halt echt wenig Zeit noch, um rechtzeitig da oben hinzukommen. Aber es würde an sich gehen. Ich muss echt mal überlegen, ob das funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Oder machen werde. Auf jeden Fall vielen Dank für die Maske, mein Freund. Übrigens, jetzt kann ich es endlich mal sagen. Und zwar, mir wurde gesagt, dass diese Masken hier Anspielungen sein sollen. Und zwar auf das Star Fox Team. Quasi, das ist Fox, Falco, wie auch immer der heißt, und wie auch immer der heißt, Slippy. Ich habe keine Ahnung. Star Fox war nie so meine Serie, muss ich ehrlich sagen. Der Hase auf jeden Fall. Und das scheint wohl zu stimmen. Finde ich auf jeden Fall ist eine coole Sache. Vor allem, dass sie alle in einer Reihe sind auch noch. Und fehlen nur noch drei, an sich vier Masken. Ich weiß, wo alle sind. Perfekt. Perfekt. Ach, Leute, schön. Okay, ich würde sagen, wir werden aber trotzdem gleich erstmal den Part beenden. Hätte ich eigentlich auch einfach drüber springen können? Oh, ja, hätte ich. Okay, gut. Dann war das unnötig, mich extra für einen Deko zu verwandeln. Da-dam, verkackt. Okay, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir im nächsten Part das große Kaffeis-Quest-Finale machen, was definitiv eintreffen wird, denn wir haben so ziemlich alles erledigt, was wir erledigen können jetzt. Geht es um die Wurst quasi. Und ich würde sagen, wir machen direkt hier Pause, weil hier machen wir das nächste Mal weiter. Vielleicht spule ich auch schon die Zeit ein bisschen vor, damit wir nicht mehr warten müssen. Das werdet ihr dann sehen. Aber Leute, das war erstmal Zelda Majora's Mask für heute. Im nächsten Part das Kaffeis-Quest-Final. Bis dahin. Ciao.